Ich glaube, die Zeiten, in denen Marken und Unternehmen aus sich heraus zu dem kommunizieren konnten, was ihnen selbst am meisten am Herzen lag, was ihnen selbst am meisten bewegte, die sind definitiv vorbei. Ein Versicherungsunternehmen, das zu neuen Tarifen kommuniziert, ein FMCG-Unternehmen, das ein 0815-Produkt vorstellt, who cares? Keiner mehr. Inmitten von Informationsexplosionen und zunehmendem Kommunikationswettbewerb dringt doch nur noch das zum Einzelnen durch, was für ihn wirklich persönlich Bedeutung hat, was für ihn relevant ist. Und für Marken und Unternehmen bedeutet das übrigens, nicht mehr so sehr aus sich heraus zu kommunizieren, sondern inmitten der Gesellschaft, inmitten der Menschen wirklich etwas zu tun, Manifestationen zu schaffen, Ableitungen der Marke zu schaffen, die viel mehr Kommunikation auslösen, als aus der Marke heraus selbst möglich wäre. Was meine ich damit? Zum Beispiel zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems etwas beizutragen oder ein hochinnovatives Produkt, das einen echten Mehrwert für Menschen bedeutet, zu schaffen oder aber jemanden aus großer Höhe springen zu lassen und das mit der eigenen Marke zu claimen und zu branden. Also Story Doing statt nur Storytelling. Echt etwas zu schaffen. Etwas, was mehr Kommunikation auslöst, als aus der Marke oder dem Unternehmen heraus möglich wäre. Und elementar dabei ist Bewegtbild. Denn Bewegtbild dokumentiert, Bewegtbild hält fest, es schafft Emotionen, es kann geteilt, es kann geliked werden. Und Bewegtbild ist das, was früher mal in der Zeitung das Foto war. Na gut, ist es heute zum Teil immer noch. Eyecatcher zieht in ein Thema einen Text hinein, bewegt und sagt mehr als 1000 Worte. Und deshalb glaube ich auch, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Bewegtbild wird noch so groß werden als Thema. Im Übrigen eine Herausforderung für PR-Professionals und auch PR-Agenturen, denn die denken aus der Historie heraus immer eher aus dem Text und aus der Story heraus. Anders als Arter und Kreative in Werbeagenturen, die per se eher in Bildern und auch Bewegtbild denken. Ich glaube, dass Bewegtbild zum Standardrepertoire einer jeden Kommunikationsagentur gehören wird und übrigens auch eines jeden Kommunikationsprofessionals und auch gehören muss in Zukunft.